Wir waren praktisch irgendwelche Fremdkörper, die da eigentlich nicht hingehören. Man wollte sie ja gar nicht haben. Man hat sie also, wie man es heute so schön sagt, nicht so schnell integrieren können, weil man mit ihnen einfach nichts anfangen konnte. Die sind nun da, ja, also sie mussten irgendwo ernährt werden. Dann gab es Lebensmittelarten und dies und jenes. Aber es standen auch bei den Erwachsenen keine Freundschaften mit den Leuten, die da auf dem Dorf waren. Ne? Ob da nun irgendwelche Feierlichkeiten waren, ein Schützenfest oder sonst irgendwo was, man war irgendwo, man gehörte so nicht dazu. Man stand immer ein bisschen abseits. Es ist nie einer gekommen und gesagt, komm, mach mit oder so irgendwas. Das hat sich nachher später geändert, als man dann Sport getrieben hat und Fußball gespielt hat. Da war das dann schon etwas anders. Und dann denke ich mal, das war auch eine Zeit, denn ich meine, in der Knabenmannschaft oder so fing man dann so langsam an, Fußball zu spielen, wo dann auch so, ich will jetzt nicht sagen, keine festen Freundschaften, aber zumindest erste brauchbare Kontakte zustande gekommen sind. Dass man, ja, das war was, das ging irgendwo. Sich dann nachher im Laufe der Jahre dann noch mehr an mir verstärkt, sodass ja nachher beim Schulabgang oder so, wenn man heute Klassentreffen hat, na klar, man ist irgendwo einer, der zu denen gehört, der war da. Dass das, ich sag mal, ein bisschen apostrophiert, eine schwere Geburt gewesen ist für uns und für die anderen vielleicht auch, daran denkt man heute nicht. Aber es war tatsächlich so und es hat wirklich sehr lange gedauert, bis dieser Bann gebrochen war, dass man sagte, okay, das passt schon.